Uhr Mittwochmorgen. 10 Minuten vor 7. Ich bin gleich im Landstuhl, im Fackel-Landstuhl von der Autobahn. Katastrophe. Sorry. Lade im Landstuhl bei der Lieber den 934, unseren 934. Geh nach Völklingen, dann muss wieder die Panzerglasscheibe umgetauscht werden. Das wird wieder ein bisschen dauern. Und den 934 von Völklingen bringe ich wieder hierher zurück. Zurück nach Landstuhl und dann müssen wir mal gucken. Der Plan ist noch eine KMC zu fahren. Wie gesagt, alles davon abhängig, wie viel Zeit ich jetzt hier brauche in Völklingen, bis der Bagger quasi wieder geladen werden kann. Dahinter stehen mehrere Bagger, vielleicht haben sie heute Morgen schon die alte Panzerglasscheibe weggemacht. Dann müsste ich eigentlich nicht warten, dann könnte ich hinfahren, den Bagger runter, den Mietbagger drauf und dann Abfahrt wieder her. Eigentlich. Schauen wir mal, es ist 7 Uhr, dürfte bei der Liebherr dürfte auch schon das Tor offen sein. Hier gemacht. Ich glaube, ich war gefühlt ein halbes Jahr nicht mehr hier oder so. Nee, das letzte Mal war ich hier, als ich den 934 geholt hatte, den Mietbagger. Ich weiß gar nicht, in 2 Wochen, 3 Wochen. So um den Dreh. Ich lade den einfach auf. Da im Weg steht er. So. Gut geladen, hab noch kurz gewartet. Gewartet, bis jemand kommt im Büro, aber die haben anscheinend Besprechung oder so heute Morgen. Gucken, ob ich da vorbeikomme. Ach, das sollte passen.
mindestens wollte ich halt Bescheid sagen, dass ich den Paket geholt habe. Aber die werden sehen, die Kollegen. Die werden mich schon gesehen haben. Später bringe ich ja den anderen Bagger wieder, also. So wie das Ganze aussieht. Noch voll im Arbeiten, wie das Ganze aussieht. So, machen wir mal an. Mal ein bisschen brauche. Sehen wir dann.
dazu. Ich kann mal schnell ein bisschen aufmachen. Nicht, ob hier irgendwelche Eisen gesteckt sind, irgendwelche Pfosten drin stecken. Ich werde es dann merken. Auf den Bagger schon geladen. Beim Scheibenaustausch musste ich nicht viel helfen. Es waren ja genügend Leute hier, ab und zu mal etwas zur Hand gehen, ja, aber es hat halt gedauert. So, jetzt hänge ich wieder an. Runterziehen, ey. Echt brutal. Schweinekalt. Da draußen kalter Wind. Und hier, ich weiß nicht, ob man hier das Fähnchen sieht. Oh, da war was Großes drin. Oder? Was habe ich da drin? Ah, Schrauben, die locker sind bei mir. So, passt ja, Tankauto kommt. Gleich nochmal raus. Ich
Fahrhöhe einstellen. Danke, du mein Mädchen. Hab ich das richtig gesehen? Cool. Hier ein bisschen ebsch. Eben. Flaggung läuft noch. Achsen 8, das passt auch. Wir machen erst den Arm ab und dann laden wir den Bagger und fahren den dann rüber nach Wiesbaden. Es ist Mittwochmittag, kurz vor 1:30. Bis wir dort sind, bis alles abgeladen ist. Ja, wieder ein langer Tag. Aber gut, muss auch mal sein. Mal schnell in Position und dann laden wir das Monster.
geladen. Also der geht nicht nach Wiesbaden, sondern der geht dahin, wo der 946 steht. Die Deponie Wicke. Das ist fast, Wiesbaden. So, Attacke. Der Kollege hat den Arm und ein bisschen Werkzeug geladen. So. Klong. Sitzt der. Ah, na gut, fahren wir mal da unten raus, gucken wir. Schnell bist, dann beugelst dich. Ich hoffe nur, dass dem Fahrer gut geht, der Rest ist egal. Kommst du dann hier raus?
Bushaltestelle hin. Fahre ich raus. Stelle mich dahin, wo er stand. Und er fällt rückwärts hier rein. Fällt auch weg. Jawohl. Alles wie Miene. Weil die kleine Kamera stelle ich draußen hin. Da haben wir ein bisschen Ton zu dem Ganze. Ich weiß auch nicht, ob der Baguette den überhaupt packt, den Arm. Donnerstagmorgen, gleich halb sieben, ich sattel gerade mal wieder um. Das mache ich wahrscheinlich später nochmal. Die Achse lade ich hier den 566, den Radlader. Der geht auch rüber nach Börsborn. Einer unserer größten Lader, ja, mit der größten Schaufel. Musste wieder durch die ganzen engen Nester durchfahren. Bei uns denkt einfach keiner mit. Ist so. Autobahn verlassen, die Handkamera. Warte mal ab und zu, bis hier die Strecke da hinten ausfilme. Wahrscheinlich spiegelt das jetzt, ne? Aber die Beleuchtung vom Display geht gleich aus. Sollte gleich ausgehen. Wir haben Gott sei Dank Ferien. Dann sollte hier auch nicht so viel los sein, was Busverkehr angeht und so. Ja, ihr wisst schon, was ich meine.
und bei irgendwas. Sorry. So, warum auch immer, ja, ich fahre von der Autobahn runter und mein Tieflader, wenn ich jetzt gleich gerade fahre, der hängt wieder nach rechts, das ist nicht mehr schön. Gucken, ob ich das hier so ein bisschen alles einfangen kann, aber ich glaube eher nicht. Hätte ich müssen super Weitwinkel quasi einschalten. Der erste Ort, kommt auch ein Fahrzeug. Das Gute ist, man kann die Strecke meistens sehr weit einsehen. Ja, da hängt jetzt voll nach rechts. Ich weiß nicht warum. Ich habe nicht gelenkt, ich habe nichts gemacht. Da hängt voll nach rechts. Gucken, da vorne in der Durchfahrt muss ich einmal abbiegen, da werde ich langsamer. Da mache ich die Fernbedienung an und werde ein bisschen nachjustieren. Ich habe gerade die Kamera in der linken Hand, mit der ich gelenkt habe. Komischerweise hängt er jetzt wieder nach rechts. Ne? Ich glaube, das Nachjustieren, das brauche ich nicht. Von dem Lader ist ein bisschen breiter. Ich weiß ja nicht, nun ausgerechnet dieser Lader ist der Lader, den wir ständig draußen auf irgendwelche Baustellen karren. Der könnte normal auf dem RC-Platz stehen. Ja, da ist es wurscht, ob die Schaufel 280 oder 3 Meter hat. Das war der Bordstein. Wahrscheinlich habe ich mir gerade eine Reife kaputt gemacht, weil ich nicht geguckt habe, was ich gerade treibe. Ich wage es. Steht ein Fahrzeug und steht ein Hänger. Parken an der Seite. Fahrzeug hat, als ich die Backe gebracht habe, auch gestanden hier. Ich war halt ein Stück kürzer. Eigentlich wollte ich jetzt die Handkamera nehmen, aber ich werde meine Lenkung brauchen, also sorry. Thank you.
lenken hier. Okay. So, rechts sehe ich jetzt gar nichts. Oh, da steht jetzt noch ein Auto. An dem Auto komme ich nicht vorbei. Was war das? Was war denn das? An dem weißen Auto komme ich nicht vorbei. Einen Gang runter geschaltet. Meine Scheiben an, ne? Nee, das reicht nicht. Entweder reicht es hier nicht oder vorne nicht. Plastik. Vielleicht lag das schon auf der Straße, weiß ich jetzt nicht. Vielleicht habe ich auch irgendwas, mitgenommen, aber ich wüsste nicht was. Ach Gott, was für ein Gang haben wir? Sechster Gang. Super Auto.
Seite drehen. So bleibe ich jetzt stehen und lade ab. Müsste doch eigentlich. Vorne sehe ich ein Vorfahrt-Achten-Schild, ne?